Die FDP hat mal wieder gezeigt, dass sie Politik für das Großkapital und gegen die normalen deutschen Arbeiter macht, gegen die Mehrheit der deutschen Bevölkerung agiert. In der Mindestlohnkommission gab es nämlich zuletzt die Entscheidung, den Mindestlohn nicht auf 14 Euro zu erhöhen. Wer ist schuld daran? Nun, zum einen die Arbeitgeber, ist ja logisch, also Unternehmer wollen keine höheren Löhne. Und zum anderen Lars Feld, Experte von der FDP, sitzt auch in der Montpellerin Society und die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Also SPD und FDP haben eine Erhöhung des Mindestlohnes zusammen mit den Arbeitgebern verhindert und sich gegen die Gewerkschaften gestellt. Und jetzt schauen wir mal, was die FDP im Deutschen Bundestag zu dieser Entscheidung, die zu Lasten der Mehrheit der deutschen Bevölkerung über 8 Millionen Euro arbeiten für unter 14 Euro, was sie zu dieser Entscheidung hier zu sagen hat, wie der FDP-Mann das verteidigt. So viel vorweg, er wird wirklich die ganze Arroganz dieser Oligarchenpartei offenlegen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Antrag 20.9132 hat die Fraktion Die Linke gefordert, den gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Mit dem Antrag 20. Also jetzt mal, wie gesagt, es hat Hominem, aber Karl Julius Kronberg. Also kann man einen schöneren Namen für einen FDPler finden? 10.366 fordert die Gruppe BSW das Gleiche. Ich stelle fest, erstens, wegen des Mindestlohns hätte man sich nicht scheiden lassen brauchen. Zweitens, das BSW konkretisiert seinen selbstgesetzten Anspruch auf Vernunft, indem es auf einen Überbietungswettbewerb mit der Linken beim Mindestlohn verzichtet und bei 14 Euro bleibt. Das ist ja schon mal was. Noch vernünftiger wäre es allerdings gewesen, Vorschläge zu unterbreiten, die dafür sorgen, dass das Antragsziel Armutsvermeidung tatsächlich erreicht werden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber genau das leistet der Antrag nicht. Denken wir an Schulabgänger, vielleicht aus bildungsfernen Haushalten. Je höher der Mindestlohn, desto höher der Abstand zur Ausbildungsvergütung, also desto größer auch der finanzielle Anreiz, auf Qualifikation und Bildung zu verzichten. Dabei wissen wir genau, je geringer die Qualifikation, desto höher das Armutsrisiko. Gerecht ist nicht der politische Eingriff in die Lohnfindung. Gerecht sind Angebote, attraktive Angebote für mehr Qualifikation. Das verringert das Armutsrisiko im langen Lauf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denken wir an Zuwanderer oder Langzeitarbeitslose. Je höher der Mindestlohn, desto höher die Eintrittsbarrieren in den Arbeitsmarkt. Je länger aber die Arbeitslosigkeit, desto schwerer fällt. Ja, das ist einfach falsch. Also wenn der Mindestlohn steigt, also sagen wir, der Mindestlohn für Industrie, aber für, nehmen wir mal irgendeinen ganz normalen Beruf, wo der Mindestlohn des Paketboten, der steigt. Was wird Amazon nun machen? Wird Amazon nun sagen, okay, die Paketboten sind uns zu teuer, wir entlassen die, wir liefern keine Pakete mehr aus? Nein, natürlich nicht. Amazon wird wirklich immer noch weiter Pakete an die Leute ausliefern. Aber ja, vielleicht zu etwas höheren Preisen, aber es wird weiter Pakete ausliefern. Das heißt, die Leute werden nicht entlassen, sondern ganz im Gegenteil, die Leute bekommen einfach höhere Löhne. Das kann man übrigens auch empirisch zeigen. Ich hatte vorhin schon mal auf das Video von Future Sapiens verwiesen. Dort beschreibt er eine Studie, die 2021 mit dem Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, also mit dem Gedächtnisnobelpreis für Wirtschaftswissenschaften von David Card und Alan Krueger, wo die beiden nachweisen, dass eine Erhöhung des Mindestlohnes um 25%, also viel stärker als das BSW es hier fordert, wo diese Erhöhung tatsächlich die Beschäftigung hebt und nicht senkt. Also ein höherer Mindestlohn führt zu mehr Beschäftigung, nicht zu weniger. Was der FDPler hier sagt, hier anbringt, ist die Grenzproduktivitätsthese der Neoklassik. Also ein Arbeitnehmer wird nur so hoch entlohnt, wie die Grenzproduktivität ist. Und wenn er nicht die notwendige Grenzproduktivität hat, also beispielsweise Langzeitarbeitslose oder Zuwanderer, die können ja schließlich keine Pakete zustellen mit der gleichen Produktivität, wie beispielsweise ein FDP-Sesselfurzer das könnte, verdienen die eben halt nicht mehr als beispielsweise 10 Euro. Ich habe es gerade schon erklärt, das ist völliger Schwachsinn. Amazon wird nicht sagen, nee, jetzt liefern wir einfach mal 20% unseren Kunden keine Pakete. Es wird nicht passieren. Sondern sie werden die Leute, die diese Pakete liefern, einfach besser bezahlen. Sowas wie Produktivität individueller Arbeitskräfte. Sowas gibt es überhaupt nicht. Also Produktivität ist immer etwas, was gesamtwirtschaftlich erzielt wird. Also ich hatte gerade das Beispiel mit den Paketboten genannt. Also auch der Industriemechaniker, der kann nur vernünftig in seinem Haus leben, mit Konsumgütern versorgt werden, wenn irgendwer an der Supermarktkasse sitzt, wenn irgendwer ihm die Pakete nach Hause liefert, wenn irgendwer seinen Arbeitsplatz putzt. Obwohl Industriemechaniker, der wird das noch selber machen mit dem Putzen. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Topmanager kann nur in seinem Büro arbeiten, wenn das vorher jemand geputzt hat. So diese Vorstellung, es gäbe eine individuelle Produktivität und die armen Arbeitnehmer, die sehr wenig verdienen, die seien einfach nicht produktiv genug. Also das ist eine Verherrlichung, eine Verabsolutierung des Marktes, dass man einfach sagt, alles, was am Markt erzielt wird,
was natürlich auch immer auf politischen Druck mit politischen Vorgaben erzielt wird. Es gab ja eine massive, aktive politische Unterstützung von Lohndumping von Deutschland in den letzten 30 Jahren. Das ist halt so. Und wenn das so ist, dann liegt das daran, dass die Arbeitnehmer einfach nicht mehr verdienen sollten. Also das ist pure Ideologie. Es hat wenig mit der Realität zu tun. Aber für FDP-Wähler reicht es anscheinend. Also wenn ihr irgendwelchen Ökonomieschwurbel, der nichts mit der Realität zu tun haben hat, im Sinne des Großkapitals wollt, dann wählt die FDP. Die Aufnahme von Arbeitern, desto höher ist das Risiko, dauerhaft in Bezug und Armut zu bleiben. Ist das gerecht? Nein. Gerecht ist es, die Festsetzung des Mindestlohns dem Wahlkampf zu entziehen und in den Händen der unabhängigen Mindestlohnkommission zu belassen, auch wenn einem das Ergebnis mal nicht... Schon wieder eine Lüge. Ich wollte eigentlich nicht so häufig unterbrechen, aber das ist schon wieder gelogen. Also die Mindestlohnkommission ist nicht unabhängig. Da sitzen, ich habe es am Anfang erklärt, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, drei Vertreter der Regierung. Und die Vertreter von FDP und SPD, Christiane Schönefeld und Lars Feld, haben dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nicht auf 14 Euro erhöht wird, sondern nur auf 12,41 Euro. Also die haben diese absolut lächerliche, reale Kürzung des Mindestlohnes verursacht. Also was soll man dazu noch sagen? So, FDP und SPD verhindern eine stärkere Steigerung des Mindestlohnes und jetzt lügt die FDP uns hier einen vor, dass das unabhängig wäre. Also das ist einfach so eine Volksverarsche. Wie gesagt, hört nicht auf diese erbärmliche Partei hier. Die FDP belügt euch, wenn sie den Mund aufmacht. Genauso wie SPD, CDU, Grüne und ja, mittlerweile leider auch die Linke. Passt. Und die Linke hier beim Mindestlohn stabil geblieben ist. Also die Linke, die kann man ja für alles kritisieren, aber Mindestlohn, da ist sie wenigstens, da ist sie noch vernünftig. Bei allem anderen ist sie eingeknickt, deswegen ist ja auch die Gründung des BSW nicht. Aber beim Mindestlohn, da ist sie wenigstens noch stabil geblieben. Sind Rahmenbedingungen, die Aufstieg aus eigener Kraft und aus eigener Leistung möglich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das fängt immer mit einem ersten Job an. Denken wir an Teilzeitbeschäftigte oder auch Minijobber. Deren Armutsrisiko hängt ja nicht maßgeblich vom Stundenlohn ab, sondern vom Arbeitsvolumen. Wer in Teilzeit arbeitet und sonst kein weiteres Einkommen hat, der ist von Armut bedroht, ja. Aber auch egal, ob er 12,41 oder 14 Euro verdient. Aber je besser die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt, je attraktiver Homeoffice und ÖPNV-Angebote sind, je flexibler die Arbeitszeiten gestaltet werden dürfen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen und auch Männer von Teilzeit in Vollzeit wechseln. Das sind doch in Wahrheit die Hebel, die das Armutsrisiko nachhaltig senken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Altersarmut verhindern Sie auch nicht, wenn der Stundenlohn um 1,59 Euro steigt, sondern wenn mehr Teilzeit... Das ist einfach eine Lüge. Also, natürlich verhindert es Altersarmut, wenn die Löhne höher sind. Also, jetzt, ja, es sollte mehr Vollzeitbeschäftigung geben. Definitiv müsste es die Nachfrage geben. Dafür wäre es beispielsweise gut, wenn man unsere Industrie nicht durch einen Wirtschaftskrieg gegen Russland ruinieren würde. Also, das ist ja jetzt, wie gesagt, ist wirklich vollkommen absurd, was der FDPler uns hier zu erzählen hat. Und ja, ich glaube, damit ist auch genug. Ich hatte es gerade gesagt. Höhere Mindestlöhne schaffen sogar Arbeitsplätze, sie verhindern sie nicht, weil sie eben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigern. Wenn man Leuten mehr Geld gibt, vor allem Leuten mit niedrigem Einkommen, dann geben sie dieses Geld aus und dadurch sorgen sie dafür, dass gesamtwirtschaftlich sogar mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Kann man, wie gesagt, bei David Card und Alan Krueger nachlesen. Hat Future Sapiens ein Video zugemacht, ist in der Beschreibung verlinkt. Also auch hier der typische FDP-Nonsens, genauso die Mindestlohnkommission, die ist nicht unabhängig. Die FDP saß doch da drin und hat eine Erhöhung des Mindestlohnes eben verhindert. Also die Ampel will uns mal wieder für blöd verkaufen. Also das gleiche Fazit wie nach der Rede von SPD und ja, auch nach der Rede der Grünen leider.